Wer ist denn aus Ingelösse dabei? Einmal Hand heben. Und wer ist hier von der Grundschule? Ja, die andere Seite. Okay, sehr schön. Und ihr wart gerade kräftig dabei zu diskutieren. Insofern setzen wir da einfach an und geben das Mikro mal wieder weiter. Möchte jemand von euch euren Antrag vortragen? Gibt es jemanden? Dann bekommt der jetzt das Mikro und dann könnt ihr den selber vorstellen. Wir wollen eine Speedrutsche und eine große Spiralrutsche. Miro sagt jetzt, warum wir sie wollen. Wir wollen eben eine Rutsche, die halt ein bisschen mehr Action hat. Genau. Die Rutsche, die wir jetzt haben, benutzt fast niemand, also nur noch die Kinder, die irgendwie aus der ersten Klasse oder nach der Schule irgendwie kommen, wenn die Schule vorbei ist. Und dann haben die so eine Speedrutsche, das ist eine coole Idee auf jeden Fall. Und zwei Rutschen, eine Rutsche rein. Und ihr könnt ja auch eine normale, also keine Steine oder so. Man könnte runterfallen oder runtergeschubst werden. Wenn sie es kriegen, sollen es andere Schulen auch kriegen. Ja. Kommen wir mal zu dem Beschluss. Also da steht ganz konkret drin, der Stadtrat möge beschließen, dass auf dem Schulhof der Grundschule Grasdorf neben dem Klettergerüst zwei Rutschen stehen sollen. Die eine Rutsche soll ganz hoch werden und ganz steil sein. Die zweite Rutsche soll eine Spiralrutsche sein, die ganz hoch ist für zwei Personen. Da bitte ich jetzt um euer Handzeichen. Wer ist für diesen Beschluss? Sondern einfach ruhig halten, den Zettel. Wir wünschen uns mehr Basketballplätze, weil wir keine haben. Also da steht einer auf dem Schulgelände, aber der ist jetzt sehr hoch. Man könnte auf dem Basketballplatz auch vielleicht einmal im Monat ein Turnier stattfinden. Der Boden soll auch nicht so hart sein, sondern mit harten Gummi, das heißt, wenn man nach hinten fällt, dass man sich nicht so richtig verletzt. Aber es soll ja auch einen neuen Anbau geben. Und wo soll dann der Basketballplatz hin, weil der Anbau kommt ja dann wahrscheinlich auf dem Aschenplatz. Gehört da hinten jemand gesagt, dass auf dem Aschenplatz das gebaut werden soll, aber das steht ja gar nicht fest, wie das gebaut wird. Also in Essen haben wir auch einen Basketballplatz, aber da wird auch ganz selten geschützt. Also, ja. Ich meine, da oben ist ein Basketballkorb und da auch. Und da draußen auch. Wir beschließen jetzt noch über diese Basketballplätze hier an der Grundschule bzw. Stadtgebiet. Ihr müsst bitte genau lesen, wenn ihr eure Anträge da habt, da steht ja jetzt nicht, dass wir einen Basketballplatz nur für Grasdorf erstellen sollen, sondern hier steht, der Stadtrat möge beschließen, dass mehr Basketballplätze gebaut werden. Das bedeutet, dass wir das für die ganze Stadt so umsetzen sollen. Und das wollt ihr jetzt hier beschließen, deshalb bitte ich jetzt um das Handzeichen bzw. den Zettel zu heben, wer für diesen Beschluss ist. Zettel ruhig halten, weil wir das einmal durchzählen müssen. Die Zettel wieder runterzunehmen und die den Zettel hochzunehmen. So, liebe Schülerinnen und Schüler unseres Kinderrates, herzlich willkommen zurück. Wir kommen jetzt zum zweiten Teil unserer Ratssitzung. Da gibt es einen Antrag von die kleinen Politiker. Dann möchte ich euch bitten, euren Tagesordnungspunkt 7 jetzt mal selber vorzustellen. Der Stadtrat möge beschließen, dass mehr Naturschutzgebiete gepflanzt werden. Begründung, weil es mehr Grün geben soll. Die Idee, da es auch gut für das Klima ist. Man kann aber keine Naturschutzgebiete pflanzen, man kann sie höchstens ernennen. Und die Leinenmasch ist ein Riesengebiet. Ich weiß jetzt nicht, was man bei uns hier in der Region Hannover noch zu einem Naturschutzgebiet machen sollte. Also es können auch andere Tiere da wohnen und man könnte ja auch einfach so ein paar kleinere Wälder anpflanzen. Denn in Naturschutzgebieten kann man eigentlich nichts machen, außer höchstens spazieren gehen oder so. Möchte ich euch bitten, den Zettel hochzuheben, wer für diesen Beschluss ist. Schlussvorschlag. Der Stadtrat möge beschließen, dass die Straßen breiter gebaut werden. Begründung,
damit wir eine Rettungsgasse bilden können, zum Beispiel für einen Krankenwagen und für weniger Stau. Es wird ja jetzt auch immer wärmer und wenn dann noch mehr Asphalt, der erhitzt sich ja noch mehr und dann wird es ja immer wärmer. Gut, mit der Rettungsgasse, da geht es dann ja auch, wenn ein Krankenwagen da hin muss, da geht es ja auch vielleicht um Leben oder Tod. Ihr habt aber noch einen Fußweg, die soll die Straße und der Fußweg noch hinpassen. Genau. Und wenn dann auch noch hier die Fahrradwege dahin kommen sollen und dann noch mal eine breite Straße, dann passt das einfach nicht mehr. Genau, Bruder. Wenn da auch noch mal mehr Bürgersteine hin sollen, dann wird die Straße ja immer breiter und breiter. Und die meisten Häuser müssen ja dann auch, wenn die Straßen breiter werden sollen, müssen die Häuser ja auch irgendwie weggemacht werden und dann die Straßen wieder breiter gemacht werden. Das funktioniert dann irgendwie nicht. Schön, dass ihr so viele Beiträge dazu habt. Wir kommen jetzt auch an der Stelle wieder zum Beschluss. Also der Stadtrat möge beschließen, dass die Straßen breiter gebaut werden bei uns in der Stadt. Da bitte ich um Handzeichen, wer dagegen ist. Gegen? Ja. Dagegen. Dagegen. Fast alle Kinder. Ich bin